1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 5 Minuten hier im Radio, dann kommt das Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben eine freie Themennacht heute. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Wer ist die Erste heute Nacht? Sie ist 55 Jahre alt und heißt Anna. Hallo. Hallo Domian, ja, hallo. Das ist ja toll. Ja. Domian. Worum geht's denn? Du kannst mir helfen. Ich hoffe. Ja, ich gucke dich jede Nacht, ja. Jetzt höre ich dich nur im Radio, weil im Fernsehen bist du ja noch nicht. Pass auf. Ja. Mein Problem ist, ich habe vor 18 Jahren zuletzt Sex gehabt. Oh. Und vor 18 Jahren zuletzt eine Beziehung gehabt. Lange und Zeit. Da war ich 37 und jung und hübsch und knackig. Und jetzt bin ich 55 und ein Moppelchen geworden. Aber ich möchte trotzdem mit deiner Hilfe eine bitte. Du möchtest also gerne einen Mann. Ja, haben, aber ich habe immer Angst vor der Angst. Ich weiß nicht mehr, wie ich das alles machen soll. Wie lebst du denn? Lebst du sehr zurückgezogen? Ja, ich lebe alleine. Nee, sehr zurückgezogen kann man nicht sagen. Nö. Ich lebe alleine. Gehst du noch arbeiten? Nee. Hast du so Freundeskreise? Geht ja schon mal auf die Tour, auf die Rolle? Ja, das fängt jetzt langsam wieder an. Wir waren letztens im Club. Also was ich bin, ist viel im Internet. Ja. Und da kann ich. Ich kann, also habe ich ausprobiert, im Internet Sex haben. Ach so, das. Also das ist völlig schwachsinnig. Cybersex. Cybersex hast du schon gehabt? Habe ich schon gehabt. Das heißt, wir reden ja offen hier, du kennst das ja. Ja. Das heißt, du hast während des Chattens masturbiert. Nee. Nee, ich bin erregt so. Und habe viel Spaß und freue mich und lach, aber ich masturbiere nicht, weil ich schreibe mit zwei Händen. Na gut, ist schon mal ich weiß nicht, wie die Männer das machen, aber weißt du, das ist eigentlich auch, weshalb ich anrufe, das ist positiv, ich kann das. So, also, pass auf, ich finde, diese Internetgeschichte, ja, es ist nicht real, aber es bietet immerhin die Möglichkeit, vielleicht eine Realität zu kriegen. Hast du denn versucht, schon mal über das Internet jemanden dann auch real kennenzulernen? Ja, habe ich. Und? Und ich habe Angst, ich sage dann immer ab. Immer ist übertrieben, aber ich bin jetzt 55 und nicht mehr 37. Nee, du musst denen ja auch nicht da irgendwelche Lügengeschichten auftischen, dass du eine Blondine bist. Nee, wenn du ehrlich bist, vor was hast du Angst? Dass du vor der Abweisung oder vor dass das irgendwelche Spinner sind? Ja, erstmal die Spinner. Ja. Und aber das kann ich ja mit telefonieren und so, das ist ja nicht der, aber ich habe Angst, das zu sagen. Dass, du 55 bist? Nee, dass ich 18 Jahre keinen Sex hatte. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das alles geht. Ach, ja, das musst du denen doch nicht auf die Nase gleich binden. Nee. Ach was. Sonst? Das kannst du mir sagen. Ja, das ist der Profi, ja. Ja, aber das musst du den Männern oder den Jungs nun wirklich nicht erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht verlernt hast. Das ist wie mit Schwimmen. Wenn man auch 18 Jahre nicht schwimmt und dann ins Wasser geworfen wird, schwimmt man wie ein Fisch. Und so wird es dir auch gehen. So wird es dir auch gehen, wenn du erstmal wieder schön zu Gange bist. In der erotischen Situation. Ja. Also habe ich gar keine Bedenken, Anna. Gar nicht. Außerdem bist du da eine sehr forsche, selbstbewusste Frau, höre ich. Ja. Also, wenn. Aber real bin ich schüchtern. Im Internet kann ich das. Aber real, ich bin echt schüchtern. Naja. Ich 14. Fürchterlich. Und ich habe gedacht, ich muss unbedingt Domian anrufen, dass auch andere hören. Geht es vielleicht anderen Frauen und Männern auch so? Das mag vielleicht bin sein. Bin ich vielleicht die Einzige? Das würde mich total interessieren. Nee. Auch als Thema mal. Ja, aber letztendlich. Das ist doch tabuisiert. Weißt, da redet ja kein Mensch. Was mich interessiert. Mich interessiert gar nicht mal so, ob du die Einzige bist, sondern mich interessiert, dass du bald an einen Mann kommst. Oh ja, bitte. Ne? Das ist wichtig. Ja. So, also ich du sagst nicht sagen. Ich sage nicht sagen. Mhm. Ich sage, lass dich auf Sachen übers Internet ein. Das ist schon ein guter Multiplikator manchmal. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob du so auch schon mal rausgehst in Kneipen oder. Ja, nicht so oft, aber ich gehe schon. Ich gehe schon mal gucken. Aber ich bin total schüchtern. Ja. Wenn du sagst, das mit dem Schwimmen, so ungeübt. Also ich kann nicht mehr flirten und ich kriege dann gleich in mich zurück. Und aber das Flirten kannst du ja nur auch, trainierst du ja auch nur gut im Internet. Ne? Das ist ja nicht schlecht. Ja, aber es ist nicht real. Nee, ist real, ein, völlig anders. Nee, aber ich sage immer besser als nichts. Ne? Ja, das stimmt. Ne? Besser als nichts. Vor allen Dingen, du hast ja gerade selbst gesagt, dass du Regungen spürst und so, ist ja auch alles schon mal ganz ja, schön. Ja, viel Spaß. Ich habe schon viel gelacht. Ja.
Also, das muss ja... Ich weiß nicht, wie die Männer das machen, weil die haben auch 200, aber ist egal. Es geht jetzt um mich. Das muss ja mit dem Teufel zugehen, also wenn... Also du sagst, ich soll nichts sagen. Nichts sagen. Gar nichts. Dann, und dann stehe ich aber nicht auf 55-Jährige, die müssen schon ein bisschen jünger sein. Ja, ist doch okay. Es gibt genügend junge Männer, die auf etwas reifere Frauen stehen. Aber ich bin auch moppelig. Es gibt auch genügend jüngere Männer, die auf etwas reifere, moppelige Frauen stehen. Echt? Ja, definitiv. Wie moppelig bist du denn, Anna? Oha, also ich kenne ja deine Sendung. Ich bin 1,70 und wiege 98 Kilo. Ja, ist moppelig, würde ich auch sagen. Oh, reichlich. Ja. Aber egal. Also da gibt's so viele Deckelchen zum Töpfchen, also keine Sorge. Aber es ist eher die Angst vor der Angst, weißt du? Das habe ich auch Ja, aber ich glaube, jetzt ganz im Ernst, das geht nur mit sich selbst in den Hintern treten. Mhm. Nur so geht es. Du willst ja nicht, wir wollen ja nicht wieder telefonieren, wenn du 65 bist. Nee, deshalb rufe ich an. Ich habe gedacht, nee, vor 60, du musst mal Domian anrufen. Ja, genau. Und der kennt alles und der kennt auch, wenn man 18 Jahre keinen Sex hatte. Ja. Finde ich auch nicht so ganz dramatisch. Ich möchte, dass du gerne so ganz langsam und vorsichtig, weißt du. Und, ja. Und vor 18 Jahren war ich ganz anders. Ja, auch mit One Night und so, ja. Das mache ich alles nicht mehr. Also, mein Tipp ganz klar, nicht sagen und darauf einlassen. Und wenn du einen Typ gehabt hast, ne, mailst du mir bitte, dann telefonieren wir nochmal. Ja? Aber du sagst nichts sagen. Genau, sage ich. Auch nicht lügen, gar nicht darauf eingehen. Gar nicht, ach, der würde gar nicht groß fragen. Erstmal gar nicht thematisieren. Nö. Gar nicht thematisieren. Über alles andere reden. Und dann tun. Mhm. Genau. Und dann mailen. Ja, zu Domian mailen oder wieder anrufen. Ja, mache ich. Domian, und dann möchte ich bitte, bevor ich ein Autogramm von dir. Dann legst du jetzt auf und wir rufen zurück wegen deiner Anschrift. Und mach weiter so. Jo, tschüss. Das war unsere Anna. Und jetzt kommen die Fernsehzuschauer hinzu. Der Vorspann läuft. Ein paar Sekunden noch und dann begrüße ich auch unsere Fernsehnation. Und dann sind wir alle zusammen. So, jetzt. So, ihr Lieben. Ihr Fernsehmenschen, schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, habe gerade mit Anna gesprochen. Die kleine Verspätung im Fernsehen bitten wir zu entschuldigen, aber jetzt sind wir alle zusammen und es kann losgehen. Heute wieder mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Jetzt ist hier bei mir am Telefon die Maria und Maria ist 31 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Maria? Es geht darum, dass ich was ganz Blödes gemacht habe. Mhm. Ich habe meine Mutter im Sterbebett angelogen. Und sie ist tumorerkrankt. Mhm. Wann war das, um das zeitlich einzuordnen? Vor 9 Monaten. Bitte? Vor 9 Monaten. Vor 9 Monaten, ja. Ja, und sie lag da. Und so kannte ich sie eigentlich gar nicht. Sie war kaum ansprechbar, ab und zu war sie ansprechbar, dann hat sie gesungen, dann hat sie wirres Zeug geredet. Mhm. Aber dann, wenn ich sie mal angeschüttelt hatte, dann hat sie schon mit mir geredet und dann fing sie an, wieder zu schimpfen, wie üblich, was sie getan hat. Das waren halt alle Kranke, die halt also ziemlich krank sind. Also sie hatte einen Tumor im Kopf? Nein, im Brustkorb. Am Brustkorb, mhm. Auf der linken Seite war es besonders schlimm, hat sich verteilt im Magen, im Rücken, Wirbelsäule, überall. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie Panik gekriegt, ich wurde feige, keine Ahnung. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und hat gemeint, ich muss mit meiner Tochter zum Arzt, weil sie sich verletzt hatte. Ja. Und jetzt kann ich mich nicht daran erinnern, ob ich mich richtig verabschiedet hatte. Das Einzige, was ich nur im Kopf hatte, habe die ganze Zeit in ihre großen Augen, die mich so groß angucken. Also Moment, du hast zu ihr gesagt, du müsstest mit deiner Tochter zum Arzt. Ja. Obwohl du gar nicht zum Arzt musstest mit deiner Tochter. Nein. Und warum hast du das gesagt? Ich weiß nicht, ich wollte einfach raus aus dem Zimmer. Weil dich das so belastet hat alles? Ja, ich konnte es nicht mehr mit ansehen, obwohl ich ihr vor, wie es in einem anderen Krankenhaus war, versprochen hatte, dass ich bei ihr sein wollte. Hm. War sie denn in dem Moment, als du ihr das gesagt hast, war sie da ganz klar im Kopf oder war sie schon irgendwie... Ich kann mich nicht richtig dran erinnern, aber ich glaube schon, weil sie gesagt hatte dann zuletzt, das weiß ich noch, wann kommst du wieder? Hm. Und ich habe gesagt, ich komme am Donnerstag wieder mit deiner Enkelin. Mhm. Und sie lag da, als du das gesagt hast, wo? Im Krankenhaus? Ja. Im Krankenhaus. Mhm. Und du bist dann wirklich weggegangen? Ja. War jemand anderes bei ihr noch? Ja, mein Vater. Ja. Und sie ist dann bald darauf gestorben?
Ja, in der Nacht. Sie wollte ja auch alleine sein. Sie hat ja immer den Wunsch geäußert. Aber für mich, sie war doch meine Mama. Ich war da nicht so fertig, dass ich sie angelogen habe. Sie war doch auch immer für mich da. Also, dass du sie angelogen hast und die Tatsache, dass du weggegangen bist. Ja. Also beides. Ich fühle mich so schuldig, weil sie dann gestorben ist in der Nacht. Ich will dich noch mal fragen, Maria, damit ich das noch besser verstehe. Du sagst, ich habe das zu ihr gesagt, weil die Situation so bedrückend war. Ja. Das so schlimm war, die Angst auch, die Mutter stirbt jetzt bald. Ja. Dir war klar, dass sie in der letzten... Nicht richtig klar, weil die Ärzte noch gesagt haben, ja, das ist halt so eine Übergangsphase und ja, manchmal haben das so Leute, wenn Symptome sind, dass sie halt so sind und dass sie halt noch ein paar Tage haben. Und dann habe ich gedacht, okay, am Donnerstag gehe ich mit meiner Enkelin hin und dann, keine Ahnung, irgendwie Donnerstag. Und Donnerstag kam sie dann im Sarg nach Hause. Und das belastet mich so sehr. War das vorher auch schon mal so, dass du nicht da sein konntest an ihrem Bett? Das war gar nicht. Ich war immer da. Ich war überall. Was sagt bloß denn? Da in den letzten Tag nicht. Auch zu Hause manchmal. Dein Vater hat das ja mitbekommen, dass du gesagt hast, ich gehe. Ja. Wie steht der denn heute dazu? Er redet nicht darüber. Er ist dann auch, bei ihm war das so, dass er dann, er geht meistens immer weg. Und hat sie dann immer so gebettet, weil sie musste auf einer Seite liegen. Und das hat er an dem Tag auch nicht gemacht. Und er macht sich ja auch selber Vorwürfe, weil er ist einfach aufgesprungen, weil sie sagte noch zu ihm, wann willst du denn endlich gehen? Und er dann ist aufgestanden, ist dann zu ihr hingegangen, statt dass er sie zurecht gemacht hat, wie er es jeden Abend macht. Hat sich verabschiedet und dann ist er raus und hat gesagt, bis morgen, Schatz. Das heißt, er war auch nicht dabei, als sie gestorben ist? Nein. Du hast gerade so beiläufig gesagt, sie wollte das immer, sie wollte... Sie wollte keinen haben. Sie wollte alleine sterben? Ja. Das hat sie gesagt vorhin? Schon von Anfang an. Warum? Das ist doch, die meisten Menschen freuen sich da, wenn jemand gesagt, dabei ist. Sie will alleine sein. Und ich habe gesagt, warum, Mama, ich bin immer bei dir, wir machen es uns gemütlich. Nein, ich will nicht, dass du mir zuguckst. Also das macht mir nichts aus. Bezog sie das auf den Sterbevorgang? Ja. Bist du ganz sicher, dass sie das so gemeint hat? Auch? Ja, dass sie, wenn sie stirbt... Dass sie alleine sein möchte dann? Ja. Kannst du dir das erklären? Das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Ja, ich weiß es nicht. Das ist es ja. Weil ich habe sie immer gefragt und sie hat gesagt, lass mir den einen Wunsch. Sie hat immer gesagt, sie will nicht. Und dann hat sie immer abgeblockt. Weißt du, Maria... Ich verstehe dein schlechtes Gewissen, das hätte ich auch. Das hätte ich wirklich auch. Und da kann man auch nichts zurechtbiegen. Ja, aber ich habe Albträume. Aber auf der anderen Seite, wenn das wirklich so stimmt, was du mir gerade gesagt hast. Das stimmt. Hast du ihr ja wirklich nichts Schlimmes getan. Denn du hast letztendlich, obwohl es deine Schwäche war, aber du hast ihren letzten Wunsch erfüllt. Wenn sie wirklich gesagt hat, ich möchte in der letzten Stunde alleine sein, dann habt ihr beide ihr das ja quasi erfüllt, wenn sie das wirklich so gemeint hat. Ja, und insofern finde ich dann im Nachhinein betrachtet, wie es gekommen ist, ja sogar gut, dass es so gekommen ist. Für mich ist es doch nicht gut. Sie sollte nicht gehen. Sie ist doch meine Mama gewesen. Gut, jetzt ist natürlich die Trauer kommt auch noch mit dazu und der Verlust der Mutter. Aber lass uns mal nur in Anführungszeichen über diesen Vorfall sprechen, dass du gegangen bist. Ja. Also ich sag nochmal, natürlich, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen. Aber es war der Wunsch deiner Mutter, alleine zu sein. Ja, das weiß ich doch alles, aber irgendwie, ich krieg's eben drinnen nicht hin. Ich krieg's irgendwie süßig, selig, keine Ahnung, wie man das sagt. Ich krieg das einfach nicht rein. Meine Freundin sagt das auch immer, du hast dir den letzten Wunsch erfüllt. Ich weiß nicht, es ist immer dann, ich verdränge das und dann nach einer Weile kommt es wieder hoch und also dem Monat ist ganz schlimm. Ich will mal was sagen, ich will jetzt mal ein bisschen psychologisieren. Aha. Vielleicht hättest du das auch gar nicht gemacht, wenn du nicht gewusst hättest, dass sie letztendlich alleine sein möchte. Wenn du gewusst hättest, dass sie eine große Sehnsucht hat, dass jemand bei ihr ist. Hättest du es vielleicht auch gar nicht gemacht, aber du wusstest das ja. Vielleicht ist es dir deshalb auch leichter,
Es ist leichter passiert, dass du das so getan hast. Ich meine, das kann man ja nicht mehr ändern. Das ist ja nun so geschehen. Klar. Ja? Ich finde jetzt, ich finde ganz wichtig, in allererster Linie wollen wir jetzt nicht dein Befinden sehen. Ja, klar. Ne? Sondern dass deiner Mama, die schwerst krank dort gelegen hat. Und wenn das ihr wirklicher Wunsch war, alleine zu sterben, ist doch alles eigentlich gut gelaufen, so wie sie es wollte. Das weiß ich doch auch. Deshalb verstehe ich das nicht, warum ich dann so reagiere. Mhm. Das ist es ist aber auch wiederum normal, Maria, dass man als Tochter so reagiert, dass man im Nachhinein sich Vorwürfe macht. Ja, und sagt, sie war ja meine beste Freundin. Ja, das ist ja auch völlig normal. Und dann habe ich, dadurch, weil ich damit nicht zurechtkomme, habe ich noch einen Rückfall von meiner Bulimie bekommen. Mhm. Mhm. Ich bin hier, ich weiß es nicht, das ist ganz schlimm. Und dann, meistens, wenn ich dann von ihr träume, sie ist glücklich, ich weiß im Inneren, sie ist glücklich, das weiß ich. Mhm. Klar, sie vermisst uns alle und alles, das weiß ich alles. Und dann, wenn ich von ihr träume, und das passiert meistens so, dann lacht sie und ich lache dann auch. Mhm. Und dann will ich zu ihr so umarmen und küssen und sagen, wie leid es mir alles tut. Aber ich kann nicht, ich stehe da und kann nicht, als würde mich irgendwas festhalten. Weißt du, was ich auch glaube? Dafür muss man jetzt kein großer gläubiger Mensch sein oder so. Aber ich glaube, dass deine Mama das mit Sicherheit auch weiß, dass du dir so ein schlechtes Gewissen machst und dass dir es so leid tut. Und ich glaube, dass das auch ein Trost ist für dich, neben der Tatsache, dass deine Mutter es so wollte, wie es gelaufen ist. Bin ich ganz sicher. Maria, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ist das in Ordnung? Ja. Das ist die Heide heute Nacht bei mir. Okay. Da legst du auf und Heide ruft dich an. Danke. Alles Liebe von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und jetzt bin ich verbunden mit Alex. Alex ist 28. Hallo. Hallo. Hallo Alex. Ein Mann. Ja. Ein sehr nervöser. Ein sehr nervöser junger Mann. Ja. Um was geht's denn, Alex? Es geht darum, dass ich gestern für Geld Sex hatte. Oh. Oh. Zum ersten Mal in deinem Leben. Sex nicht, aber dass ich dafür Geld genommen habe. Das meine ich, ja. Ja. Also du bist gestern. Ich bin da total gespalten, mir geht's total dreckig. Was ist genau vorgefallen? Ich hatte zwei Handynummern und habe letztes Jahr irgendwann mal just for fun in ein Internetportal, wo Coreboys sind, wo ich über eine Gay-Seite, also ich bin auch schwul, wo ich über eine Gay-Seite draufgestoßen bin, habe ich mich angemeldet, aber ohne Bild, einfach so. Mhm. Und war auch ein halbes Jahr im Ausland als Animateur und habe auch überhaupt nicht mehr dran gedacht, weil ich diese Nummer auch gar nicht genutzt habe. Ja. Und meine Handynummer, die ich genutzt habe... Lass mich mal kurz fragen, macht man sowas einfach so aus Spaß, sich da anmelden? Ich war neugierig, ob sich daraufhin jemand meldet. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Fötus. Ich bin jetzt nicht dieses Idealbild vom Mann, sondern ich bin 1,84 groß und bin übergewichtig. Ja. Also ich bin nicht hässlich oder so, aber ich bin auf jeden Fall nicht die klassische Norm. Aha. Und Achso, es war einfach nur so ein Test, ob du hast dich mit Bild dort reingegeben. Nee, ne? Ohne Bild, ohne nur Beschreibung. Ah, mit Beschreibung. Achso. Und du wolltest mal testen, ob da jemand kommt. Oder? Ja, genau. Weil ohne den realistischen Gedanken, das wirklich zu machen. Ja, genau. Okay. Einfach nur, um zu schauen, reagiert da irgendein Mensch drauf. Verstehe, soweit die Vorgeschichte. Genau. Und auf jeden Fall nutze ich seit 2 Wochen diese Karte und habe sie ja vorher nicht genutzt. Und am Sonntag bekomme ich halt die SMS, ob ich Montag Zeit hätte für einen Termin. Escort-Begleitung hat er geschrieben. Ja. Und diese SMS kam zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade Tränen aufgelöst über meine Rechnung saß. Ich arbeitslos bin, mein Arbeitslosengeld gerade gestrichen ist, weil ich einen Termin versäumt habe und ich einfach fix und fertig war. Und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht und habe mich halt SMS-mäßig drauf eingelassen. Also ich habe du hast gar nicht lange überlegt? Ja, ich habe eine halbe Stunde gewartet. Und dann hast du dich darauf eingelassen? Ja. So, und dann hat es stattgefunden, noch am gleichen Tag? Es hat am nächsten Tag stattgefunden. Am nächsten Tag, ja. Aber ich wusste, ich habe nicht damit gerechnet. Ich war zu naiv, weil ich hatte eine Geldsumme genannt. Nämlich? Und Entschuldigung? Ja, nämlich, was für eine Geldsumme? 200 Euro und ich fand die sehr hoch und habe damit gerechnet, okay, jetzt hat sich das erledigt, der macht aber das nicht. Pustekuchen, der hat zurückgesimst, okay, genau. 200 sind gebongt. Genau. So, wo hast du diesen Mann getroffen?
In meiner Wohnung, in weil deiner ich Wohnung. Mich nicht raus wollte. Es klingelt. Ja. Ne, die Zeit war verabredet. Du weißt, das muss jetzt dieser Typ sein. Ja. Hast du so eine Videoguckanlage bei dir? Um Gottes Willen, nein. Nein. Du drückst auf oder machst die Tür auf und dann steht er vor dir. Wie sah er aus? Ich muss noch dazu sagen, dass wir eigentlich 3 Stunden später verabredet waren und ich in Hektik viel zu spät aufgestanden bin und noch alles Mögliche erledigen wollte und er kam 3 Stunden eher. Oh, das war auch nicht. Ja, aber er hat sich angekündigt. Er hat gefragt, ob das okay wäre. Okay, gut. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann stand er vor der Tür, ist reingekommen. Genau, und ich will wissen, wie er aussieht. Wie er aussah. Gepflegt, um die 50. Also er hat sich anders beschrieben. Er hat per SMS gesagt, er ist 42. Mhm. Eine Größe, ein Gewicht angegeben. Mhm. Und gepflegt. Und als er kam, er war gepflegt. Mhm. Er war aber deutlich älter. Also laut meines Menschenverstandes war er älter. Ja. Aber gepflegt. Ja. War so ein Typ, wo du drauf stehen würdest? Nee. Null. Null. So, dann ist es, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in der Handlung, ist es wirklich zum knallharten Sex gekommen zwischen euch beiden? Ich habe einen Job gemacht, also es gab nur eine Massage und einen Blowjob. Zu mehr kam es nicht, weil er dann schon kam und es war auch vorher ausgemacht, dass ich nicht küssen werde, also ich will nicht küssen, weil ich das zu intim empfinde. Ja. Also das Ganze ist intim, aber ich wollte nicht küssen. Also es gab auch keinen Analverkehr? Nein, Gottes Willen, nein. Das habe ich auch von vornherein gesagt, dass es das nicht gibt, weder aktiv noch passiv. Ja. Das mache ich nicht. Und damit war er einverstanden. Ja. Und ich habe ihn dann lediglich mit Öl massiert, habe gezittert, wie ich jetzt gerade zittere und war total nervös. Ja. Und habe aber im Hinterkopf immer dieses Geld gehabt, was ich vorab kassiert habe, weil ich dachte, okay, das kennst du aus Filmen, du musst es vorher nehmen. Hat dich das erregt? Warst du selbst auch erregt? Nee. Und das war für ihn okay, dass du nicht erregt warst? Er hat das nicht so richtig mitbekommen, weil zuerst habe ich ihn die ganze Zeit massiert, während er auf dem Bauch lag. Ja. Und dann hat er sich irgendwann gedreht. Mhm. Und dann kam es halt zu dem Blowjob. Und der Blowjob hat das Sekunden heißt, das, du erklärst es mal, was das heißt? Ihm eingeblasen. Mhm. Ja. Ich wusste jetzt nicht, wie ausführlich ich das jetzt beschreiben soll. Ja. Also ich habe ihn eingeblasen und habe ihn vorher noch irgendwie die Eier massiert, um es ganz genau zu nehmen. Und so weiter. Okay, gut, dann ist es dann passiert. Dann ist es passiert, mir war speiübel. Du hast die 200 Euro bekommen? Ja. Hinterher? Und Vorher. Vorher. Mhm. Und wie war das Befinden, als der Mann rausging? Mir war kurz übel. Ich habe schon gekotzt, als er gerade ins Bad gegangen ist. Also er ist gekommen, er ist in meinen Mund gekommen ohne Ankündigung. Ich bin sofort weg mit dem Mund, erst ins Bad. Okay, die Details müssen wir jetzt nicht wissen. Okay. Mir ging schlecht, Tatsache ist, dass es dir danach sehr schlecht ging und es dir bis heute schlecht ging. Ja, ich bin hin und her gerissen. Einerseits geht es mir total dreckig, weil ich halt mir die ganze Zeit Gedanken mache, was ich da nur gemacht habe. Ja. Auf die Schiene, also ich habe nichts gegen Prostitution, also ich wollte es nie machen. Also auf der einen Seite ist es ja dreckig und auf der anderen Seite? Andere Seite war das ein Drittel meines Monatsgeldes, was ich in einer Stunde verdient habe. Gut, das ist natürlich die Verlockung bei diesen ganzen Sachen. Interpretiere ich da jetzt raus, dass du etwas zwiegespalten bist, ob du das nochmal machen sollst? Ja, also ich habe heute zwar die Anzeige gelöscht, aber ich liebäugel damit, die Anzeige wieder reinzutun, weil ich vom Geld her das so sehe, damit könnte ich einiges bezahlen. Und ich habe mit dem Geld auch Rechnungen bezahlt. Ich finde, Alex. Wie bitte? Ich finde, dass das Geld überhaupt kein Argument sein darf. Wenn, vorausgesetzt, dieses so unangenehme Gefühle bei einer Frau oder in deinem Fall bei einem Mann hervorruft. Dass du dich schmutzig fühlst, dass du dich ekelst davor, dass du dich rundherum unwohl fühlst, dann darf man das nicht machen. Nicht, weil man das nicht machen darf, sondern weil es nicht gut ist für dich. Weil es auf Dauer letztendlich deine Seele durcheinander bringen wird. Aber vielleicht war es nur beim ersten Mal so. Ja, gut. Geld hin, Geld her. Das ist natürlich eine große Verlockung, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass da muss entscheidend sein, was man für ein Gefühl hat und wie man sich da hinterher selbst einschätzt. Das ist richtig, aber ich bin gerade an der Grenze, wo ich die Wahl habe, zum Sozialamt zu gehen oder alles andere zu machen. Und ehrlich gesagt, also da würde ich lieber alles andere, bevor ich das andere mache. Ja, also ich würde lieber zum Sozialamt gehen, als in die Prostitution einsteigen. Ich war letztes Jahr beim Sozialamt so fertig gemacht worden, wie ich da bin. Ist auch nicht schön, ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Aber dennoch ist das kein Argument. Es ist kein Argument, etwas zu tun, was einem eigentlich höchst zuwider ist. Ich bin einfach hin und her gerissen. Ja. Einerseits
Ich habe seitdem nicht geschlafen. Ich habe mir den Magen rausgereiert danach. Ich war. Ja, Sie, guck dir das doch mal an, was das bedeutet. Du steckst es ja nun wirklich überhaupt nicht mal so eben weg, wie manche das vielleicht schon auch beim ersten Mal können. Da ist doch nun alles auf Nein geschaltet bei dir. Wenn du sogar körperlich solche körperlichen Symptome zeigst, dann ist es für mich eine ganz klare Sache. Lass die Finger davon, Alex. Lass die Finger davon. Ist jetzt eine Einschätzung von ganz fremden Menschen von außen. Ja. Letztendlich musst du die Entscheidung für dich treffen und ganz alleine. Meine Meinung ist es auf jeden Fall. Okay? Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Blut. Ich möchte gerne rundrum um das Thema Blut mich gerne mit euch unterhalten. Über Krankheiten zum Beispiel, die das Blut betreffen. Vielleicht über schwere Unfälle und Verletzungen, wo ihr konfrontiert wart mit Blut. Oder vielleicht wart ihr sogar beteiligt irgendwie an einem Blutbad. Ich möchte aber auch im übertragenen Sinne mit euch über Blut reden. Über Blutschande zum Beispiel. Oder über Blutrache. Vielleicht auch über die Zeugen Jehovas, die ja die Bluttransfusion ablehnen. Vielleicht aber auch im ganz weiten Sinne über den Fetisch Blut. Das gibt's ja auch alles. Also unser Thema morgen Blut. Wenn ihr gerne darüber mit mir reden wollt, könnt ihr heute schon mailen. Wir sammeln das alles für morgen. Mailen unter domian@wdr.de. Aber morgen ist es erst unser Thema. Morgen unser Thema zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Heute freie Themennacht, wie gewohnt. Am Dienstag. Und hier ist Nadja. Und Nadja ist 30 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Nadja. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Es geht über meine Mutter. Um meine Mutter, die leidet an Diabetes. Ja. Blutzucker. Und sie ist vor ein paar Wochen ins Krankenhaus gekommen. Ihr wurde der linke Zeh amputiert. Ja. Wir haben gehofft, dass wir da über die Brücke sind, das heißt, dass meine Mutter es überstanden hat. Mhm. Dem war es nicht so. Dann hat man 2 Tage später versucht, einen Bypass zu legen. Mhm. Ist ebenfalls fehlgeschlagen. Ich muss dafür sagen, meine Mutter ist 75 Jahre alt. Mhm. Ich bin 75 Jahre alt geworden, 5. Mai. Mhm. Der Bypass ist fehlgeschlagen. Und jetzt muss entschieden werden, ob der Fuß, beziehungsweise die Ärzte haben eigentlich schon entschieden, dass der linke Fuß amputiert wird, weil die vollkommene Durchblutung gestört ist. Sie leidet durch die Diabetes auch unter Gefäßverkalkung. Ja. Was ist denn, lass mich eben noch fragen, was ist mit der Bypass? Die Bypassverlegung ist fehlgeschlagen. Was bedeutet das? Das heißt, es ist eine Bypassverlegung ist eine Art Mikrochirurgie. Nee, das ist mir schon klar, was das ist. Aber was bedeutet fehlgeschlagen? Heißt, dass man das nochmal machen muss? Oder bedeutet das, dass man das ganz aufgegeben hat? Ja, man hat es eigentlich jetzt aufgegeben. Es ist so, dass es 50, wenn man einen Bypass legt, gerade bei älteren Patienten, gerade bei Diabetespatienten, kann das sein, dass es 50-50 funktioniert. Mhm. Also man hat es jetzt aufgegeben, den Bypass zu legen. Richtig. Ja, und ihr steht jetzt vor der Entscheidung, soll jetzt der Fuß amputiert werden? Der Fuß muss amputiert werden. Die Ärzte haben das auch klar ausgedrückt. Wenn der Fuß nicht amputiert wird, stirbt meine Mutter. Mhm. Weiß sie um die Situation? Ja, sie weiß Bescheid. Also sie ist ganz klar Bescheid. Auch im Kopf? Und sie ist auf jeden Fall klar auf dem Kopf. Und wir sind die ganze Zeit, also die ganze Familie sehr in Sorge. Und wir versuchen ihr eigentlich jetzt die nächsten Tage beizubringen, dass wir den kranken Fuß nicht brauchen, dass wir sie brauchen. Und dass sie auch keine Angst haben muss, wenn der Fuß amputiert ist, dass sie keinen Wert mehr besitzt. Und unserer Familie, dass heißt, sie also niemandem mehr helfen kann. Ja. Das heißt also, dass die Tatsache, dass der Fuß amputiert werden muss, das weiß sie noch nicht. Doch. Doch, das weiß sie doch. Sie war letzte Woche, sie ist am Montag entlassen worden. Ja. Und sie hat. Wie steht, wenn sie es weiß, wie steht sie dazu? Hat sie bisher gesagt, nein? Sehr negativ gegenüber. Negativ, ja. Und ihr habt jetzt eine Überzeugungsarbeit vor euch, dass ihr sagt, du bist uns wichtiger als dein kranker Fuß. Richtig. Und das ist ja sehr schwierig. Und da sie das weiß, dass der Fuß amputiert wird, hat sie sich die letzten Tage sehr, sehr, sehr hängen lassen. Mhm. Sie ist sehr, sehr, sehr schwach geworden. Und ich vermute stark, sie fühlt sich nutzlos. Und ich vermute, das habe ich jetzt eigentlich, ist hier rausgerutscht,
da hat sie einen Satz gesagt, hat sie gesagt, ja, wer soll mich pflegen? Also wir, unsere Familie ist eigentlich rund um die Uhr eigentlich da. Mhm. Und soziale Pflegedienst kommt auch zum Verbinden, das wäre also kein Problem. Wir versuchen, unser Problem ist halt eben, das mit Überzeugung rüberzubringen, dass der kranke Fuß uns nicht sein Mutter stirbt. Mhm. Ja, man kann natürlich verstehen, das würde einen als junger Mensch ja schon umhauen, wenn man hört. Und dann ist die alte Dame 75 Jahre alt. Und das Schlimme ist, sie war immer sehr agil. Sie war bis vor der Diabeteserkrankung war sie topfit. Mhm. Und dann hat man natürlich, und Sie ja wahrscheinlich auch, Akusse, natürlich irrsinnige Angst vor dem Eingriff, vor den Schmerzen. Und ganz abgesehen von den Folgen, wie das Leben dann danach aussehen wird. Also es ist aber alles so lebt der Vater auch noch? Mein Papa ist gestorben vor anderthalb Jahren. Er hatte ebenfalls Diabetes, ist aber eingeschlafen, hat einen Herzinfarkt bekommen. Und Sie wohnt noch allein oder wohnt ihr alle zusammen? Ich wohne alleine, meine Schwester schläft dort. Also sie ist auf jeden Fall, ist rund um die Uhr jemand auch da und wir teilen uns auch auf. Das heißt also, das Leben könnte durchaus gut organisiert werden. Auch wenn ihr der Fuß fehlt, das heißt, ihr könnt... Es gibt Geschwister, die wirklich auf meine Mutter auch fixiert sind und die meine Mutter nicht im Stich lassen würden. Und ich glaube, dann ist es das Allerwichtigste, dass man ihr erstmal vielleicht auch hilft, mit dieser schlimmen Diagnose fertig zu werden. Das ist nun mal verdammt schlimm. Das ist grauenhaft, wenn man sich das vorstellt. Mhm. So. Und dass ihr dann im kleinsten Detail erklärt, wie das alles dann so gehen soll danach, wie das Alltagsleben aussehen soll, wer sich betreut, wer sich um sie bemüht, wer sie betreut, dass man in einem Rollstuhl sitzen kann und auch noch beweglich ist, auch raus kann und so weiter. Dass ja im Prinzip das Ganze alles mal durchspielt mit ihr, wie das dann aussieht. Ich glaube, das würde ihr sicher die Angst auch nehmen. Ja, ich denke schon. Also sie war bis am Montag war sie im Krankenhaus und die Ärzte hätten sofort 2 Tage später den Fuß amputiert. Mhm. Aber im Krankenhaus hat sie sich so vehement gewehrt. Mhm. Und also wir sind Orientaler, das heißt, also Mutter ist eigentlich eine sehr, sehr stolze Frau und sie kann sich absolut nicht vorstellen, ohne Fuß weiterzuleben. Mhm. Also ihre Gedanken sind, das haben wir heute gespürt oder doch gestern, dass sie sich nicht mehr als Mensch fühlt ohne Fuß. Genau da müsst ihr einsetzen oder ansetzen. Mhm. Dass ihr eben genau das, du hast es ja so schön gerade formuliert, dass sie euch wichtiger ist als der kranke Fuß. Dass dass ihr eure Mama lieb habt. Und dass ihr noch sehr lange mit ihr gerne zusammen sein wollt. Und dass euch das völlig wurscht ist, ob, wenn der Fuß amputiert ist, dass ihr sie genauso liebt wie vorher. Ihr müsst sie natürlich ernst nehmen. Das ist ja auch ernst zu nehmen. In ihren Sorgen. Aber meine Mutter ist eine sehr stolze Frau. Bitte. Ja, aber das ist schon klar. Aber ich glaube, indem ihr das auch so ganz klar macht, wie sehr ihr sie liebt und auch sie braucht und haben wollt, kann man sie ja vielleicht auch im Herzen erreichen. Ja, das ist also, wie gesagt, wir waren ja selber vor dem Kopf geschlagen. Wir haben echt gedacht, jetzt wird der Zeh amputiert, der mittlere Zeh, und dann ist alles okay. Wir standen ja unter Schock, als der Arzt dann sagte, der Pipers ist ebenfalls fehlgeschlagen. Ich glaube, da kann noch ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wie viele Kinder seid ihr? 9. 9 Kinder? Ja. Das ist ja eine tolle große Familie. Ja, es sind ein paar von meiner Familie. Ja, ich meine, das ist ja auch eine tolle Sache, wenn ihr dann sagt, die große Familie, und wenn ihr die ganzen Kinder und Enkel aufzählt, dass wie lieb sie die Oma haben und wie wichtig das ist, dass sie bei ihnen... Ja, gerade Ernesto, mein Sohn hat sogar, das ist Wahnsinn, wie Kinder reagieren, mein Sohn hat letzte Woche gesagt, Oma, ich liebe dich, es ist egal ohne Fuß. Hat er gesagt, der Kleine, wie alt ist er? 10, ja, das ist ja... Und das hat sie gehört? Ja, dann hat sie angefangen zu weinen und ich denke, das hat sie schon erreicht. Ja, also genau auf dieser Ebene würde ich das auch weiter versuchen und ich glaube bestimmt, dass es funktionieren wird. Ich habe nur wirklich auch Mitleid mit ihr, weil das natürlich ein schmerzhafter Eingriff wahrscheinlich ist. Und ich weiß nicht, Domian, ob vielleicht Zuschauer anrufen, die damit Erfahrung haben, die schon einen Fuß am Bett bekommen, denn wir haben uns noch nicht erkundigt, wie das ist mit dieser
Ja, der Fuß muss erst mal, ich hab gelesen, dass es ein 6- oder 7-monatiger Prozess ist, bis der amputiert. Ja, also wenn da jemand Bescheid weiß, bitte uns mailen. Deswegen rufe ich auch an. Also genau. Ich rufe nicht aus Spaß an oder Freude, sondern ich rufe wirklich an. Es kann sein, dass Zuschauer dieselbe Erfahrung haben. Genau, also wenn jemand, ich sage es jetzt mal so, wenn jemand da Erfahrungen hat mit Amputation, Fußamputation, mailt uns bitte unter domian@wdr.de. Wir reichen das ganz schnell dann an die Nadja weiter und es ist sicher für euch dann auch hilfreich. Oh, das wäre super. Meinst du, dass das klappt? Wenn das so weitergeht? Ich glaube bestimmt, dass sich jemand melden wird unter den vielen Zuschauern, die da Erfahrungen haben. Und dann reichen wir es an euch weiter, okay? Ich hätte eine Frage. Was ist mit einer Ärzte-Hotline? Gibt es die auf Diabetes spezialisiert sind in meiner Umgebung? Könnte ich mir gut vorstellen. Das heißt, du legst mal auf und wir forschen mal in unseren Unterlagen nach und dann würden wir die Nummer auch geben, okay? Ja, das wäre super. Alles Gute. Wir rufen dich gleich wieder an. Danke, ciao. Nadja, tschüss. Hier ist Julia und Julia ist 21 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Julia. Es geht darum, Domian. Erstmal, tolles Team habt ihr. Dankeschön. Bitte. Es geht darum, dass ich vermute, dass mein Vater schwul ist. Oh. Aber er ist verheiratet mit meiner Mutter. Mit deiner Mama. Ja, genau. Und er war auch nicht immer schwul, denn ich rede ja mit Nadja. Mit Julia. Nadja war gerade. Genau, Julia. Genau, also sonst wären wir nicht verheiratet, denke ich mal. Und meine Mutter, die weiß davon nichts. Beziehungsweise... Wieso kommst du denn auf die Vermutung? Die Vermutung kommt daher, weil ich ihn öfter erwischt habe, dass er im Chat ist und unter Gay sucht Boy NRW. Ich denke, also er hat mal vergessen, ein Fenster zu schließen. Und da waren halt Leute, die gesagt haben, ja, lass uns treffen. Und wo er nicht zu Hause war. Aha. Deswegen vermute ich... Also du vermutest, dass das nicht nur alles nur so im Kopf und im Chat stattfindet, sondern dass er auch real sich mit Typen trifft. Ja, genau. Und deine Vermutung beruht aber nur auf dieser Chat-Beobachtung, auf dieser PC-Beobachtung? Nein, war noch auf einen Freund von mir. Den kenne ich durch meinen Vater, der ist auch schwul. Mhm. Und da habe ich Textnachrichten von meinem Vater gelesen auf seinem Handy. Lass uns treffen, lass uns zum Parkplatz fahren und... Auf dem Handy von deinem Vater hast du das gelesen? Nee, auf dem Handy von meinem Freund, von meinem guten Freund. Wie kannst du die Nachrichten lesen? Gehst du heimlich an dessen Handy? Nein, die hat er mir gezeigt. Hat er mir ganz im Vertrauen gesagt. Achso, das bedeutet, dein Vater hat den Freund angebaggert. Ja, Lass uns zusammen auf den Parkplatz fahren. Ja, genau. Und der Freund hat es dir wiederum gesagt, hier guck mal, dein Papa baggert mich an. Hier sind die SMS-Beweisstücke. Ja, der hat sich zwar erst nicht getraut, mir das zu sagen, aber ich hatte ja die Vermutung schon vorher durch den Chat. Mhm. Ja, und dann kamen wir halt so ins Gespräch. Dann ist die Sache ja relativ klar, ne? Ja, nur meine Mutter weiß davon nicht. Mhm. Wie viele Kinder seid ihr? Nur ich. Nur du? Mhm. Ist auch nicht mein leiblicher Vater, ist mein Stiefvater. Ah ja, aber wie lange lebt ihr zusammen schon? Meine Eltern sind jetzt 6 Jahre verheiratet und leben ungefähr 10 bis 12 Jahre zusammen. Das heißt, du bist quasi so aufgewachsen mit ihm auch? Ja, genau. Und hast ihn auch so akzeptiert als deinen Vater? Ja, also ich sag zwar nicht Papa, aber... Und das Verhältnis ist gut? Das Verhältnis ist zwischen uns dreien sehr gut. Ja, als du das erfahren hast und es dir wirklich auch, als du es realisiert hast, was hast du da so empfunden? Schock. Ich habe sofort an meine Mutter gedacht, dachte, oh Gott, weil ich genau weiß, sie hat nichts gegen Homosexuelle, nur sie möchte nichts damit zu tun haben. Ja, und vor allen Dingen möchte sie nicht, dass ihr Mann schwul wird, ne? Nee. Ja. Wie lange weißt du das jetzt schon? Das weiß ich jetzt ungefähr seit 3-4 Monaten. Ja, du hast es aber deiner Mutter noch nicht erzählt. Ich traue mich das nicht, weil ich echt Angst habe, dass die dadurch irgendwie verletzt wird. Und die wurde so oft verletzt im Erleben. Mhm. Da habe ich echt Angst, dass da schon wieder irgendwas ist. Aber dennoch geht das Thema dir natürlich nicht aus dem Kopf heraus. Ist klar, ne? Wahrscheinlich beobachtest du ihn noch genauer als vorher. Ja. Bist du unfreundlicher zu ihm seitdem? Merkst du das selbst? Unfreundlicher nicht, aber ich rede anders mit ihm. Weil ich versuche dann durch die Blume, sag ich mal, so ein paar Andeutungen zu machen. Ja, wo fährst du denn jetzt hin? Weil wir haben ein eigenes Geschäft. Mhm. Ja, ich fahre jetzt einkaufen und dann ist er ziemlich lange weg zum Einkaufen, obwohl das nur eine Ecke ist, dieses Geschäft. Ja. Wie reagiert er darauf? Meinst du, dass er das schon gecheckt hat, dass du irgendwas blickst?
Ich vermute, weil wir haben einen langen Korridor, da kann man durch den Spiegel kann man in den Computerraum sehen von meinem Vater. Mhm. Und dann sehe ich das öfter, dass er da in diesem Chat ist. Mhm. Und dann komme ich halt ein bisschen leiser um die Ecke in seinem Raum rein. Mhm. Und dann wird er ganz hektisch und ganz schnell die Seite weg. Und aber das ist ja auch kein Zustand jetzt, ne? dass das so weitergeht. Nee. Ich finde, Julia, dass du mit ihm sprechen solltest. Ich traue mich das nicht. Ich habe Angst, dass er mir irgendwie da droht oder wenn ich irgendwas sage, dass er mich rausschmeißt. Oder nein, aber das ist doch eine Situation, die einfach nicht so haltbar ist auf Dauer. Du hast eine Loyalität deiner Mutter gegenüber, das ist doch klar. Mhm. Ihm gegenüber irgendwie auch. Er ist ja nur auch ein ganz enger Mensch an deiner Seite. Ja. So, ich finde, man kann nicht von dir verlangen, dass du jetzt einfach schweigst und alles so seinen Lauf laufen lassen solltest. Der erste Schritt, ich muss vorab fragen, wie ist denn die Ehe eigentlich zwischen den beiden? Funktioniert die, was du mitkriegst, gut? Die funktioniert sehr gut. Sehr gut, so. Das heißt also, die achten sich die beiden, es ist ein Vertrauensverhältnis, der Alltag funktioniert und so weiter. Das geht alles so. Und wir haben auch das Geschäft zusammen und ja, und du kannst mit ihm eigentlich auch ganz gut reden. Ja, nur dass er halt sehr streng ist. Also er ist zwar sehr streng, aber ich komme gut mit ihm klar. Mhm. Na gut, aber du bist eine 21-jährige junge Frau und keine 13 mehr. Ja, das stimmt. Ja, du bist eine erwachsene junge Frau. Du hast etwas entdeckt, was eigentlich sehr schlimm ist, auch für deine Mutter. Das sehe ich auch so. Mhm. So. Und du bist schon so korrekt und gehst nicht direkt zu deiner Mutter und sagst es, sondern du redest erstmal mit ihm. Ja. So, er soll dir mal alles auf den Tisch legen, was da los ist und was für ein Leben er führt, wie er empfindet, wie er fühlt. Und dann finde ich, solltet ihr beide darüber beraten, wie das weitergehen soll. Und du musst ihm das auch klar machen, dass es halt deine Mutter ist und du auch eine Verantwortung und auch eine Bindung an deine Mutter hast. Stell dir mal vor, das kommt irgendwann raus und deine Mutter weiß, dass du das über einen langen Zeitraum auch gewusst hast und es ihr nicht gesagt hast. Das ist schlimm, da wäre ich an einer Stelle deiner Mutter auch sauer. Mhm. So, deswegen finde ich, der erste Schritt ist, das Gespräch mit ihm zu suchen. Sollte er jetzt völlig patzig und, ich sag mal, richtig blöd reagieren, dann ist der Weg ja ganz klar, dass du mit deiner Mutter sprichst. Ja, davor habe ich Angst, dass er sofort sich verschließt und sofort grantig wird. Und ich prognostiziere mal, dass er das nicht wird. Weil deine Beweise mit dem Freund, also mit dem Computer könnte er sich ja irgendwie ausreden. Aber der Beweis mit dem Freund, der ist ja nun knallhart. Ja. Ne? Da gibt es ja gar nichts zu deuteln. Und wenn du ihm das auf den Tisch legst, wird er sich nicht rausreden. Und ich hoffe mal, dass er nicht hart reagiert, sondern dass er konstruktiv reagiert. Hoffe ich mal. Ich kenne ihn ja nicht. Natürlich bricht das jetzt euer ganzes Geflecht auf. Und natürlich ist es für deine Mutter schrecklich. Das ist mir schon klar. Das ist mir klar. Aber lass dir erstmal erklären, was da los ist mit ihm. Was da los ist. Aber wahrscheinlich ist doch schon so viel los, dass die schlimmsten Befürchtungen, was so die Ehe anbelangt, schon realistisch sind. Ja, stimmt. Müsste ich mal tun. Nur wie gesagt, ich habe davor Angst, dass er wirklich da sich verschließt und dass er wirklich dann, weil er ja sehr streng ist. Also wenn er sich mal aufregt, dann regt er sich doppelt und dreifach auf. Und bei kleinen Streitigkeiten, dann droht er schon, dass er mich rausschmeißen wird. Mhm. Also so verstehen wir uns super, nur wenn er sich aufregt, dann gut. Doppelt und dreifach so musst, hoch. Musst jetzt durch. Ja. Du bist 21 Jahre, Julia. Ich höre immer noch so das kleine Mädchen da sprechen, die so ein bisschen Angst hat und Respekt. Nee, also weil ich halt als Vaterperson... Ist mir klar. Aber jetzt diese Entdeckung mischt ja alles auf, mischt die Karten ganz neu. Das stimmt. Und ich finde, als Tochter oder als Sohn, auch wenn man so eine Entdeckung macht, darf man nicht schweigen. Finde ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Also. Ja, gut. Vielleicht können wir auch nochmal sprechen, wenn du möchtest, nachdem du vielleicht mit ihm gesprochen hast und ihr nicht weiterkommt. Ja. Können wir gerne machen. Ich werde dann nochmal anrufen. Ja, oder Mail, dann geht das immer noch einfacher. Ja, kann ich auch machen. Ja? Gut. Alles Gute und toi, 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 Julia. Okay, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Blut. Ich möchte sprechen mit euch über Blutrache, über Blutschande. Ich möchte gerne sprechen mit euch über diesen Wahnsinn der Zeugen Jehovas, dass sie keine Bluttransfusion zulassen und die Menschen eher sterben lassen. Aber ich möchte auch im direkten Sinne mit euch über Blut reden, über Verletzungen, über Unfälle, vielleicht über Blutkrankheiten.
vielleicht auch im ganz, ganz krassen und drastischen Sinne über den Fetisch Blut, sofern das jemanden betrifft. Thema Blut morgen bei uns. Ihr könnt heute schon dazu mailen unter domien@wdr.de. Und morgen ist das dann unser Thema. Heute weiter freie Themennacht. Und es geht weiter dann hier mit Rena. Rena? Ja. Rena, 46. Hallo, grüß Hallo. Dich. Meine Liebe, um was geht's denn? Was hältst du von grün schillernden Schmeißfliegen? Was ich von grün schillernden Schmeißfliegen halte? Tja, also, sie sind ja grün schillernd, würde ich mir erstmal angucken. Ich finde, ja, du kennst doch diese Schmeißfliegen, die da überall im Müll rumwurlen oder im die auf Fleisch gehen. Ja, im ersten Moment sagt man, es ist ekelhaft. Ekelhaft, gell? Nee, sagt man so. Ja, aber das ändert sich jetzt vielleicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich habe einen schönen Garten. Ja. Einen wilden Garten. Ja. Wo Igel sind. Wie schön. Und ich kümmere mich dann auch um die Igel. Wie süß, aber man darf Igel nicht mit Milch füttern, weißt Nein, du das? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Milch, keine Milchprodukte, so. Kein Butter, nicht. Klären wir nochmal. Falls jemand einen Igel findet, bitte keine Milch zu ja. trinken. Ja, wenn ein Rührei, dann nur ein Öl gebraten. Genau, in schönen Olivenöl. Ja. Ja. Am besten. Auf jeden Fall, ich habe diese Igel im Garten ja. und wenn ich einen finde, dann bringe ich den zum Tierarzt. Und da kriegt der Igel dann eine Spritze gegen Würmer. Aha. Und so vorsorglich. Vitaminaufbau. Achso, du bringst sie zum Tierarzt, obwohl die gar nicht verletzt sind oder krank Nein, sind? Nein, ich bringe sie alle zum Tierarzt, damit weil sie gut haben alle Probleme mit Parasiten. Ah ja. Dann bekommen sie bei mir noch Frontline-Spray gegen Zecken und Flöhe. Aha. Und dann behalte ich sie noch einen Tag ja. und schaue, ob es ihnen gut geht und dann dürfen sie wieder laufen. Das ist ja das Paradies für Igel in deinem Garten. Ja, ich habe auch einige. Also im Moment habe ich, glaube ich, 4 von die ich persönlich kenne und den Rest. Kommen die immer wieder zu dir zurück? Ja. Ehrlich? Sind die anhänglich? Sind Igel anhänglich? Ja, ich fütter die auch. Also ich fütter sie bis Mitte Mai. Meinst du, dass ein Igel einen Menschen erkennt, wiedererkennt? Ja, ja. Ich habe es erlebt. Und die haben auch keine Angst vor dir dann? Nein, ganz im Gegenteil, die rollen sich bei mir auf. Die sind ja putzig, ne? Eigentlich sind die putzig. Stinken die eigentlich? Ja. Ja. Und sie sind also absolute Schweine. Also die scheißen auch in ihr Schlafzimmer. Ja, ja. Also ein stubenreinen Igel, das funktioniert nicht. Igel also, sind auch keine Haustiere. Ein Igel ist süß von der Entfernung, aber es ist kein Kuscheltier. Ist ne? kein Kuscheltier. Sie sind wahnsinnig süß. Ich hab sie total gern. Ja. Aber wenn man sie hat, dann sollte man sie nur haben, um sie zu pflegen und dann möglichst schnell wieder raus in die Freiheit. So, jetzt kommen wir aber auf deine Fliegen zurück. Ja. Die Schmeißfliegen, was haben die jetzt mit den Igeln zu tun? Es ist so, mein Tierarzt kennt mich ja, ich kriege ja inzwischen auch Igelrabatt. Ja. Ja, und ich kam dann also mit meinem Hund eigentlich zum Tierarzt, ja. wegen der Spritze der jährlichen. Und dann sagt der Tierarzt, ja, er hat noch einen Patient vor mir, mhm. Ob ich ihn sehen mag, ist ein schwer verletzter Igel. Mhm. Mhm. Und den haben ihm Leute gebracht, damit er ihn einschläfert. Mhm. Der ist in ein Rasenmäher gekommen mhm. und hatte an der Seite eine Wunde, die war 8 Zentimeter lang, mhm. 2 Zentimeter tief und hatte auch noch so eine tiefe Tasche. Mhm. Und voll mit Eiterbelag, also mit so einem ganz fetten, klebrigen Eiterbelag. Mhm. Und der Tierarzt wollte ihn eigentlich einschläfern, aber der Igel hat ziemlich gerappelt in der Kiste und der wollte nicht sterben. Mhm. Und er hat ihm halt Antibiotika gegeben mhm. und so eine Vitaminaufbauspritze und ja, so. Und ja. Hat gemeint, ja, also wenn ich ihn nehmen würde und ihn pflegen würde, er würde die Kosten auch übernehmen mhm. für die Behandlung. Mhm. Und es hat dann eben so angefangen, ich habe den Igel natürlich sofort genommen. Mhm. Und musste alle 2 Tage zum Tierarzt und Antibiotika und Schmerzmittel. Und ja. dann hat er versucht, mit Q-Tip diese dreckige, stinkende Wunde ja. zu säubern. Und mir hat das auch wehgetan. Und ja. Also einfach beim Zuschauen schon. Jetzt bin ich gespannt, wie du auf die Fliegen kommst. Ja, ich habe halt gesehen, der Igel frisst immer weniger. Mhm. Und der Tierarzt sagt, wenn er nichts mehr frisst, stirbt er. Mhm. Und ich dachte, ich muss den Kleinen einschläfern. Ja. lassen und das wollte ich nicht und ich wollte ihn nicht begraben und dann ist mir eingefallen, ziemlich spät abends, dass ich doch mal eine Sendung gesehen habe im Fernsehen, eine Doku über die Madentherapie, mhm. dass Fliegenmaden helfen können bei
Übrigens auch bei Diabetes, das habe ich ja vorhin mitgekriegt, kann sogar Amputationen also verhindern. Okay, das wollen wir erstmal nicht vertiefen, das ist ein ganz anderes und wahrscheinlich sehr kompliziertes Thema. Bleib mal diese Fliegenmaden. Bei deinem Igel, genau. Ja, nee, diese Fliegenmaden, ja, habe ich eben einen Bericht gesehen, dass die Wunden säubern. Ja. Ohne das gesunde Gewebe kaputt zu machen. Das habe ich auch schon mal gesehen, stimmt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich an diese Firma erinnert. Ich habe dann im Internet gesucht, die Firma gefunden, ja, habe ein E-Mail geschickt und habe gefragt, was es kostet, so eine Madentherapie, mhm, ob es möglich ist, vielleicht das kostenfrei zu machen. Mhm. Habe eben geschrieben, um den Igel geht's und ich würde eine Verlaufsdoku schicken. Wie süß. Für den, ja. Und die haben zugestimmt, haben gesagt, okay, für am den Am selben Abend, um 23:30 in, ja, der Nacht, ja, habe ich eine E-Mail bekommen, ja, von dieser Firma. Ja. Sie werden meinen Igel kostenfrei behandeln. Jetzt. Und würden sich über eine Verlaufsdoku sehr freuen. Das ist ja sensationell. Jetzt sag, ja, bitte, ob der Igel überlebt hat. Klasse, gell? Ja, natürlich. Super. Das heißt also, der kriegt dann da in seine Wunde diese kleinen, zwei Tage später, ja, diese kleinen ekligen Maden und die fressen die Wunde quasi sauber. Ja. Und werden die Maden dann wieder aus der Wunde rausgenommen? Nimmt man Moment, die Moment. Ich kommt alles. Also ich habe zwei Tage später die Maden bekommen, mhm, aus der Apotheke. Mhm. Habe sie in so einen Beutel, die sind in so einem Beutelchen eingeschweißt. Mhm. Habe das Beutelchen, das ist wie so eine Filtertüte. Das sind so ganz kleine weiße Maden, ne? Ja. Ganz kleine weiße. Mhm. Ganz kleine erstmal. Ja. Und die habe ich dann in die Wunde gelegt. Ja. Also ich mache es jetzt mal kürzer. Ich hab zweimal Maden bekommen, weil es beim ersten Mal, ja, nicht geklappt hat. Sag mal, leckt der Igel die nicht raus, die Maden? Ja, ja, es war die erste Nacht. Ich habe erstens einen Fehler gemacht, habe es über Nacht in der Wunde lassen. Ja. Ich habe das mit so Kreppband zu, also mit so ja, Kreppklebeband, ja, geklebt. In der ersten Nacht hat er es rausgeschmissen, weil er ist ja nachtaktiv, mhm, und ist dann so lange auf diesen Maden rumgetrampelt, die waren tot. Achso, er hat die nicht gefressen? Nein, die waren ja in diesem Beutelchen. Ach, die waren ja, achso. Ich meine, die waren aber direkt in der Wunde drin, ne? In der Wunde, ja, aber da hat er sie raus. Achso. Mhm. Und dann habe ich nochmal bei der Firma angerufen. Die waren total nett, haben gesagt, ja, sie kriegen da sofort ein neues Bäckchen. Ich muss nochmal fragen, mit dem, er hat die Maden aus der Wunde rausgepult. Ja. Ne? Und hat sie dann nicht aufgefressen? Nein, er hat die waren in einem Beutelchen. Wie im Beutelchen? Ich meine, die waren in der Wunde. Ja, aber die Maden werden geliefert, wenn man mag, in einem Bio-Bag. Ach so. Also in einem kleinen Beutel. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also wie egal. Eingeschweißt in einer... Ja, aber dem kommen die doch nicht an die Wunde, wenn die im Beutel sind. Doch, und zwar über den Speichel. Ach so. Die speicheln aus. Ah, verstehe. Und in diesem Speichel sind diese Substanzen... Jetzt haben wir es geklärt, jetzt habe ich es verstanden. Die diesen Eiter lösen, ja, und dann schlürfen die das aus. So, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Dem Igel geht es gut, dank dieser Madentherapie. Jetzt, Moment, also 5 Tage hat es gedauert, ja. Die Wunde war sauber und wieder am Verheilen. Ja. Diese Maden fressen nicht nur den Wundbelag, mhm, sondern auch Bakterien, mhm, auch resistente Bakterien. Wir machen es mal jetzt nicht so ausführlich, Rina. Ich will wissen, der Igel ist absolut gesund wieder. Absolut. Perfekt, perfekt. Und das sind aber die Maden von diesen ekligen Schmeißfliegen. Ja, ja. Und der Igel, den habe ich also letztes Jahr freilassen. Mhm. Der Igel kam auch wieder, ist vollkommen gesund. Ja, du bist hat ja, mir seine du bist Seite gezeigt. Die Heldin bist du für den Igel. Ja, der Igel heißt Hero. Nein, du bist die Heldin für den Igel. Ja, aber für mich heißt der Igel für Hero. Für dich auch, ja. Ihr seid ja beide Helden gegenseitig. Kämpfer gegen den Rasenmäher. Außerdem meine ich, die Leute sollen ein bisschen aufpassen. Ja, das ist ja auch ganz traurig, ganz traurig. Aber toll, die Büsche toll, dass es so Leute gibt wie dich, die sich da so wirklich innig drum bemühen. Und der Igel kann jetzt ein schönes Leben in deinem tollen Garten führen. Ja, nee, aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, diese Maden, die Maden sind ja eigentlich für Menschen, mhm, gedacht. Mhm. Diese Maden fressen bei den Cubitus, mhm, die fressen also Bakterien, die, mhm, resistent sind. Ja. Und sie werden oft angewandt bei Zuckerkranken. Ja. Also bei Diabetes. Ich danke dir für den Anruf. Danke, ja, dir für die Hinweise, die vielleicht wirklich nützlich sind für andere Leute auch noch. Ja. Und gutes Gelingen und gutes Händchen weiter mit den Igeln. Auf jeden Fall. Rena, alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Marcel, 17 Jahre. Hallo. Ja, hallo. So, von den Maden aus dem Igel zu Marcel. Ja, ich habe ein Problem. Mein Vater
Um was geht's denn da, Marcel? Es fing an vor knapp 2 Jahren, hat mein Vater einen Selbstmordversuch hinter sich. Mhm. Und vor ungefähr 1,5 Jahren hat er dann versucht, mich umzubringen. Dich umzubringen? Ja, mich umzubringen. Wie und warum? Ja, das weiß ich leider nicht. Also warum. Und er hat versucht, mich zu erwürgen in unserer eigenen Wohnung. Ja, und ich habe jetzt einfach das Problem, bis vor kurzem wollte er nichts von mir wissen und jetzt will er mit mir reden. Lebst du alleine mit dem Vater? Ich habe alleine mit meinem Vater gewohnt. Ich wohne jetzt in der eigenen Wohnung. Ach, du wohnst jetzt in der eigenen Wohnung. Mhm. Ja. Und bist du auch aufgewachsen alleine mit dem Vater? Hauptsächlich, ja. Mhm. Wie lange wohnst du jetzt schon alleine in der eigenen Wohnung? Ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Du bist ja erst 17, ist ein bisschen ungewöhnlich schon mit 17 eigene Wohnung. Hat das damit zu tun, dass du einfach von ihm weg wolltest? Ja, es hat damit was zu tun. Ich habe dann Unterstützung auch vom Jugendamt gekriegt. Ja, ja. Und auch von meiner Familie. Weiß das Jugendamt, was da vorgefallen war damals? Ja, ja, die haben auch mit mir die Anzeige dann gegen ihn. Ach, du hast die sogar angezeigt? Ja, musste ich ja. Mhm. Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Mhm. Naja, ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Es gibt sicher Kinder, die vielleicht dann auch Angst vor dem Vater haben oder sich dann in Schweigen hüllen und so weiter. War der besoffen, als er das gemacht hat? Nein, der war komplett nüchtern. Mhm. Und was war irgendwas Dramatisches vorgefallen oder einfach irgendeine Lappalie? Es ist eigentlich gar nichts vorgefallen. Es ist einfach, ich bin nach Hause gekommen, wollte danach mit meiner Freundin ins Kino fahren und dann ist er einfach durchgetickt. Einfach so? Ohne Grund? Und ist auf dich zu und wollte dich erwürgen? Er ist auf mich zu, hat mich angesprungen, hat mich auf den Boden geworfen und hat angefangen, mich zu würgen und hat geschrien, dass er mich umbringt und hat dann immer fester zugedrückt. Bist du denn danach noch lange dann in der Wohnung von deinem Vater geblieben? Nein, ich bin sofort abgehauen. Sofort? Ja. Und irgendwann nochmal zurückgekehrt? Nein, bis jetzt nie. Ja. Und jetzt nochmal, wie lange liegt das jetzt genau zurück, dass er dich hat, also du sagst, vor 2 Jahren hat er versucht, dich selbst zu töten. Ja. Und diese Geschichte war genau jetzt wie lange her? Vor 1,5 Jahren. Mhm. Das heißt, seit 1,5 Jahren bist du auch aus seiner Wohnung raus? Ja. Und wohnst irgendwie alleine? Ja. Ja. Mhm. Und gab es denn dann Kontakt in diesen 1,5 Jahren zwischen dir und deinem Vater, telefonisch oder schriftlich oder irgend sowas? Nein. Gar nichts? Nein. Gab es eine Gerichtsverhandlung? Ja, gab es, aber da war ich nicht mit bei, weil das für mich einfach, ja... Zu aufwühlend wäre. Ja, genau. Mhm. Zu was ist er verurteilt worden, weißt du das? Er ist in dem Sinne zu nichts verurteilt worden. Es wurde ihm bloß, wie soll ich das sagen? Also es wurde ihm gestellt, dass er in Behandlung gehen muss. Mhm. Hat er das getan? Ja, er musste. Er musste. Mhm. Durch einen Gerichtsbeschluss. Und jetzt sucht er den Kontakt zu dir? Ja, und ich weiß nicht einfach, wie ich ihm gegenübertrete. Ja, wie hat er den Kontakt denn jetzt gesucht? Hat er dir geschrieben oder hat er angerufen? Er hat mich angerufen. Ah ja, das war wahrscheinlich für dich auch schon ein kleiner Schock, ne? Am Telefon plötzlich ihn zu haben. Ja, klar. Was hat er da gesagt? Hier, ich möchte gerne mal mit dir sprechen, oder? Ja, er ist auch gleich direkt auf mich zugekommen. Ja, ich möchte gerne mit dir sprechen. Mhm. Ich will das gerne aus der Welt schaffen. Und da saß ich dann erstmal und war total baff. Ja, was hast du da am Telefon zu ihm gesagt im ersten Moment? Ich konnte gar nichts sagen. Mhm. Mhm. Mir hat das total die Sprache verschlagen, weil ich auch nicht wusste. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Vater zur Zeit überhaupt? Extrem schlecht. Extrem schlecht. Das heißt, eigentlich hast du gar keinen Bock, mit ihm zu reden. Eigentlich nicht, aber irgendwo gehört er ja auch zu meinem Leben. Mhm. Das ist so, das kann ich ja nicht verleugnen. Mhm. Ich kann ihn ja auch nicht verleugnen. Und ich muss ja auch mit ihm abschließen können. Mhm. Denn wenn ich mich ihm nicht stelle, dann werde ich das mein Leben lang mit mir tragen. Mhm. Und dann hast du danach eine Betreuung gehabt, eine psychologische Betreuung? Ich fange jetzt gerade an. Du fängst damit an? Mhm. Ja. Dann fände ich das Schlauste, Marcel. Jetzt sind 1,5 Jahre vergangen, das kann auch jetzt auch noch ein halbes Jahr vergehen. Das ist nicht schlimm. Es könnte auch noch ein Jahr vergehen, das finde ich auch nicht schlimm. Da muss dein Vater halt ein bisschen warten. Er hat ja ziemlich viel Mist gebaut. Mhm. Ich finde, wenn du jetzt in eine psychologische Behandlung gehst, berate das richtig ausführlich mit deinem Therapeuten. Mache jetzt nichts Überstürztes. Verschieb das Ganze einfach noch. Ich finde auch deine Überlegung sehr richtig und sehr schlau, dass du auch irgendwann damit abschließen musst. Das finde ich sehr richtig.
Und auch, dass er zu deinem Leben gehört, finde ich auch richtig. Aber überstürze das jetzt nicht. Mach es vielleicht mit Unterstützung auch deines Therapeuten, zu dem du kommst. Ja. Das finde ich wirklich die richtige Lösung in dem Fall. Ja, das denke ich mir auch. Das sagt auch meine Stiefmutter und meine Freundin ja auch, dass ich erst warten soll, weil es jetzt von ihm kommt. Dann muss er halt auch noch mal ein bisschen warten. Marcel, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir auch noch mal ihre Meinung dazu sagt. Mhm. Dann legst du auf und wir rufen gleich noch mal an, okay? Ist okay. Tschüss. In der Technik Michael Jansen und morgen heißt unser Thema Blut. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder jetzt natürlich auch schon mailen unter domian@wdr.de und um 1 geht's dann los hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen. Sein Minister